Liebe Gemeinde, ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei sein wollt bei unserem Gottesdienst. Es ist ja immer noch so, dass wir euch noch nicht hier begrüßen dürfen und noch nicht zusammen feiern können. Und es wird auch noch eine Weile so bleiben. Umso schöner ist es, dass ihr euch angewöhnt habt, wirklich Sonntag den Computer anzumachen oder vielleicht auch später in der Woche euch diesen Gottesdienst noch anzuschauen und daraus was mitzunehmen für den Alltag. Der Gottesdienst heute hat einen besonderen Titel. Dazu später mehr. Ihr habt ja schon gesehen und gehört, dass es ein besonderer Gottesdienst ist, denn Gisela hat auf der Flöte gespielt und mit ihren Klängen schon klar gemacht, dass es heute auch wieder ganz ein spezielles Thema gibt, worüber ich mit euch reden will. Das Thema heute, das lässt mich zuerst einmal zurückdenken an ein ganz besonderes Sofakissen. Ein Sofakissen, das bei meiner Oma lag und immer als ich sie besucht habe, da habe ich mich ganz nah dahingesetzt, um dieses Kissen anfassen zu können. Denn der Stoff, das weiß ich noch, der war so richtig grob. Und das war aber total schön bestickt mit so dicken Wollfäden. Und die dicken Wollfäden, die hatten einen Schriftzug gebildet. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Und dazu gestickt war noch ganz wunderbar so eine richtig volle Weintraube mit richtig vielen Beeren in dunkelrot. Ich mag dieses Kissen und irgendwie musste ich bei diesem Thema des Gottesdienstes spontan wieder an das Sofa denken und wie ich da saß. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und es gibt mir erstmal Kraft, dieser Vers aus dem Johannesevangelium. Wir können Frucht bringen, sagt er nämlich. Und nicht nur einfach Frucht, sondern viel Frucht. Wir können also viel bewirken in der Welt. Und das meint ja auch, dass wir auch in Zeiten, wo wir das Gefühl haben, irgendwie nicht recht gebraucht zu werden, trotzdem diese Frucht sind. Die Frucht sind, die wächst und gedeiht. Was ist aber dann, wenn ich das Gefühl habe, wirklich gerade keinen Nutzen zu haben? Was, wenn ich das Gefühl habe, es bringt einfach alles nichts, was ich gerade tue? Die Tage vergehen ohne rechten Sinn und Zweck und mir kann eigentlich auch niemand so richtig Mut geben. Vielleicht geht es dir gerade so. Vielleicht kennst du jemanden, dem es so geht. In dem Ausspruch von Jesus, da geht es ja auch darum, in Jesus zu bleiben. Wer in mir bleibt, sagt er, der bringt viel Frucht. Das meint doch auch, dass man an jemanden anhängt, dass man nicht allein ist auf der Welt und so, wie es uns gerade geht, sondern dass wir zu jemandem dazugehören, auch wenn wir uns total allein fühlen. Denn wir sind eine Gemeinschaft, wir Christen untereinander. In Jesus bleiben, das heißt, dass wir zueinander gehören. Wir gehören zueinander und wir gehören vor allem auch zur Schöpfung. Zu all dem, was wir jetzt erstaunen können. Und ihr seht es ja, es ist grün draußen, es blüht und grünt. Und es ist wirklich schön, hier drin zu sein und sich umzudrehen zum Altar und zu merken, diese Kraft, die ist wieder ausgebrochen, die ist wieder förmlich sichtbar. Wir gehören zur Schöpfung und zu dieser Kraft, die die Natur im Frühling zum Austreiben bringt. Diese Kraft besitzen auch wir. Wir wachsen auch. Wir treiben neu aus. Jesus verwendet das Gleichnis von diesem Weinstock weiter und er schreibt dazu, oder besser er sagt dazu, ich bin der wahre Weinstock, meine Worte lassen euch wachsen zu reifen, reinen Trauben. Und diese Trauben, die reinigt Gott als Weingärtner, sodass wir mehr Frucht bringen. Reine Trauben steht da. Wir wachsen heran als reine Früchte. Und all das, was unrein ist, wird dann praktisch von Gott aussortiert. Eine komische Vorstellung. Und da habe ich mich gefragt, was eigentlich dieses Rein bedeutet.
Ich denke, wir müssen kein Sakrotan gurgeln, um rein zu werden. Diese Reinheit, auf die sich Jesus bezieht, die ist vielmehr so gemeint, dass wir schuldlos werden, dass wir all das mal abgeben können, was uns blockiert im Alltag. Ohne Schuld sein heißt, befreiter zu sein, auch mal neue Blickwinkel gewinnen, sich mal abwenden von dem, was war, und neu anfangen zu können. Ohne Schmutz sein ist auch ein Reinsein. Und dieser Schmutz, der kann ja gerade auch das sein, was gerade nicht so rein läuft im Leben. Wenn mal was schief geht, dann fühlt man sich ja auch irgendwie nicht mehr so frei und selbstständig. Dann will man am liebsten neu anfangen. Ich finde das ein sehr schönes Bild, das hier aufgemacht wird. Die Natur atmet auf, ein Weinberg trägt Frucht und die Schöpfung keimt. Gott als Schöpfer, das ist ein uraltes Bild. Die Menschen haben seit jeher schon irgendwie gespürt, dass diese Kraft, die Natur ausbildet oder die der Natur innewohnt, dass die Kraft doch nicht einfach da ist, sondern einen Ursprung haben muss. Irgendwoher muss diese Kraft kommen, und ich bin überzeugt, dass die Kraft von Gott kommt. So perfekte Formen und so wunderbare Farbspiele, das kann einfach nicht per Zufall passieren und ins Leben treten. Gottes Kraft in uns. Wir erleben es. Manchmal gibt es Tage, da fühlen wir uns einfach abgeschlagen und energielos. Tage, an denen wir überhaupt keine Lust haben, wirklich aufzustehen. Und vielleicht geht es manchen von euch so, dass es auch Tage gibt, wo ihr einfach im Schlafanzug bleibt. Aber es gibt auch Tage, da strotzen wir nur so vor Energie. Da kommt irgendwoher am Morgen ein Energiestoß und hält uns wach und bringt uns auf neue Ideen, lässt uns begeistert sein, auf neue Menschen zugehen und neue Ideen haben. Solche Tage und solche. Die einen, die lassen uns wachsen, manchmal sogar über uns hinaus. Und die anderen, tja, die schrumpfen uns förmlich ein, zu einem Keim. Was hindert uns am Wachsen? Ich denke, vielleicht ist es die Angst. Die Angst, nicht einfach einmal neu anfangen zu können oder einen neuen Ansatz im Denken zu wagen. Mich hindert am Wachsen aber auch meine Umwelt. Wenn ich in mir spüre, dass ich hier keinen Platz habe, wo ich aufblühen kann, dann versinke ich in mir. Heute ist ein Sonntag und er trägt den lateinischen Namen Jubilate. Jubelt. Es ist ein Aufruf an uns alle. Jubilate. Und ich sage mir, wie sollen wir denn jubeln, wenn wir genau wissen, dass die Welt gerade beinahe stillsteht? Dass die Welt auch in einem Monat noch nicht wirklich wieder aufleben kann mit all den Möglichkeiten, die wir gerne hätten. Auch diese Zeit hindert mich gerade am Wachsen. Aber sie bildet auch Keime aus, die in dieser Zeit sprießen können. Und sie lässt mich auch neue Wege finden. Ich hoffe nur, dass all die Wege, die wir jetzt in der Zeit finden, nicht einfach wieder versanden, sobald alles wieder zur Normalität zurückkehrt. Jubilate! Jubilate! Jubelt! Worüber kannst du heute jubeln? Kannst du jubeln? Ich will dich ermuntern, dass du einmal nachdenkst, was heute an diesem Tag besonders für dich ist. Wie bist du heute besonders? Denn du bist es. Du bist besonders. Du bist ein Geschöpf, ein einmaliges Geschöpf Gottes. Bleibt in mir und bleibt in der Liebe verbunden. Wir sind verbunden trotz den schlechten Tagen, die wir immer wieder erleben. Wir können uns verbunden fühlen durch Liebe, so einfach es ist. Die Liebe Gottes verbindet. Und aus der Liebe heraus, denke ich, finden wir den Antrieb, weiterzuleben. Denn jeder von uns hat Liebe schon einmal gespürt und spürt sie. Die Liebe ist der Keim dieser Kraft.
und die Kraft wächst, wenn wir die Liebe zulassen. Heute ist der Tag, an dem wir spüren können, dass Gott uns Kraft schenkt, denn er liebt uns so, wie wir sind. Und er will uns das, was uns blockiert, abnehmen. Lass es zu. Gib Gott das, was dich blockiert, in die Hand. Gib Gott das, was dich blockiert, ab und trenn dich von ihm, damit du neu anfangen kannst. Damit du jubeln kannst und dich freuen kannst über die Natur und über die Schöpfungskraft. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahrt uns im Herz, im Geist und im Verstand. Amen. Lasst uns nun zusammen das Vaterunser beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme und dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht in die Woche mit einem Lächeln im Gesicht. Geht in die Woche, ihr seid Geschöpfe Gottes. Ihr tragt eine Kraft in euch, die euch niemand nehmen kann. Empfangt den Segen Gottes. Gott segne dich und behüte dich. Gott reinige dich von allem, was dich ängstigt, was dich blockiert. Gott sei mit dir auf all deinen Wegen und schenke dir Frieden. Amen.